Moin, ihr Lieben. Nein, das ist nicht Nordkorea. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Bleibt sie wirklich? Nur wenn man nicht in der Vergangenheit schon verfolgt hat, wohin die Reise hier geht. Mir bleibt die Spucke nicht mehr weg, weil genau das war abzusehen oder ist abzusehen. Und das wird nicht besser, das wird noch schlechter. Ich will das gar nicht ganz groß ausbreiten hier. Ich will nur eins sagen. Ich weiß, es gucken auch manche meine Videos, die ja ein bisschen unbeleckt sind in Bezug auf Informationen. Ja? Ich kann nur sagen und ich will nur sagen, Leute, endlich ladet mal nicht nur WhatsApp hoch und benutzt das, sondern nehmt mal Telegram, bitte. Ja? Da werdet ihr Informationen finden, die werdet ihr auf WhatsApp, die werdet ihr auf YouTube nicht finden. Ja? Und die werdet ihr auch nicht in der Tagesschau hören. Ja? Ein bisschen Schweigeminute. Nicht nur für den Mann, der da jetzt kläglich gestorben ist. Ja? Soweit mir bekannt, hatte der einen Oberschenkel-Halsbruch und lag dann irgendwo längere Zeit, hat eine Lungenentzündung bekommen und ist daran gestorben. Ja? Aber er wurde, so wie ich das recherchieren konnte, nicht behandelt. Ja? Der hätte nicht sterben müssen. So wie mir sich das darstellt. Ja? Und wenn das so ist, Leute, wenn das so ist, ja? Nein, ich nehme mal den Finger, wenn das so ist, dann gehören die, die das zu verantworten haben, vor ein Gericht. Nur vor welches? Ja? Dieser Staat ist aus den Fugen geraten. Total aus den Fugen geraten. Ja? Und ich rufe alle dazu auf, alle, die das hier jetzt sehen. Macht euch den YouTube-Kanal. Macht euch den YouTube-Kanal. Oder macht euch einen BitChute-Kanal. Macht euch mehrere Kanäle. Ja? Und postet auch da solche Sachen wie ich hier. Ja? Leute, ich bin doch nur ein kleiner Scheißer. Ja? Ja? Aber es, und wenn es nur einen mehr erreicht, ja? Einen, der es vorher vielleicht nicht gehört hätte oder gewusst hätte, wenn es den erreicht, dann haben wir schon was gewonnen. Wir sind echt voll am den Rest kennt ihr, ne? Ja? Wir müssen jetzt hier andere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen echt mehr werden. Auch wenn ihr meint, ja, was soll ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich denn machen oder tun? Ja, liebe Leute, was kann ich denn? Ich kann auch nicht mehr. Ich kann ein bisschen Motorrad fahren und kann euch ein bisschen was erzählen davon. Ja? Aber ich kann immer noch lesen. Ja? Nur man muss wissen, wo man liest. Ja? Bitte, Telegram,
Ja? Es ist übrigens ein Riesending, man kann von Telegram nicht auf WhatsApp verlinken. Videos zum Beispiel. Ja? Ich habe da noch keine Lösung für. Das geht scheinbar nicht. Ja? Deswegen nützt mir ein WhatsApp-User innen, nützt mir nichts, weil ich kann ihm nichts schicken, was er da vielleicht gucken könnte. Ja? Das nur mal so am Rande. Ne? Also wir müssen uns vernetzen. Ja? So klein wie euer Kanal ist, so klein wie meiner ist. Hier das kleine Mistding da, ne? Ja? So klein wie es ist. Aber macht es. Und wenn's auch nur, wenn ihr es nur macht, damit es euch gut tut. So, ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen soll. War ein schönes Rennen heute in Valencia bei der MotoGP. Ich glaube, 50.000 Zuschauer waren da. Also, alles gut, ne? Ich wollte nur sagen, hier Buxtehude. Der Weihnachtsmarkt wird auf 2G beschränkt. Die Superspreader werden da quasi eingesperrt. Ja. Ey, ich werde mir da mal angucken, auf jeden Fall, ne? Ich werde mir die da hinter Gittern mal angucken. So. Schönen Sonntag, Restabend noch. Und man sieht sich oder hört sich oder liest sich. Ciao. Und nix mit Senioren hier, Weihnachtsfeier. Hör mir bloß auf mit dem Kakto. Das war ja wohl der Hammer.